Guten Abend, Kollege. Du fährst heute den RE 4778 von Konstanz nach Stuttgart Hauptbahnhof. Nun musst du, szenariobedingt, dein Fahrzeug aufrüsten und die Türen freigeben. Deine Zugdaten: Triebfahrzeug, Baureihe 442 in Doppeltraktion, sprich zweimal den Talent 2, Zugnummer RE 4778, Zuglänge 144 Meter, VMAX 160 km/h. Dein Fahrtverlauf bis nach Hattingen-Baden, Ankunft und Abfahrt: Konstanz, Allensbach, Radolfzell, Singen. Und nun eine gute Fahrt, PS Finger weg von der Tab-Taste. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Train Simulator 2020. Wir befinden uns heute auf der Strecke Konstanz-Villingen und fahren das neue Szenario von Marcel LP oder auch genannt Marcel 2311. Grüße gehen raus. Und ja, wir fahren den RE4 nach Stuttgart Hauptbahnhof. Und eine wichtige Info: Wenn ihr das Szenario fahrt, ganz wichtig, sobald ihr diese Meldung wegklickt, sofort die Taste T drücken. Weil neben uns steht nämlich ein Flirt. Und wenn der vorher schon die Tür öffnet, dann können wir die Tür nicht öffnen. Das ist ein Train Simulator Bug. Also ihr habt ein paar Sekunden Zeit, ich denke mal 2-3 Sekunden oder so, dass ihr schnell die Türen öffnet, weil sonst müsst ihr das Szenario neu beginnen und ihr bekommt nichts. Das wäre dann nicht so toll. Also, los geht's. So, Türen sind geöffnet. Und ich habe natürlich einen Soundmod drin vom Talent 2, ganz klar. Und natürlich auch VR-Belegung. So muss es sein, anders nicht. Und ja, hier steht der Startler, also der Flirt 3, meine ich. Und normalerweise würde er jetzt die Türen öffnen, denke ich mal. Aber das funktioniert nicht, weil wir die Türen geöffnet haben. Komischerweise kann nur ein Zug irgendwie die Türen öffnen. Das ist irgendwie ein Bug. Warum das so ist, keine Ahnung. Und jetzt hat er die Arschkarte und wir haben Glück. Ne? Ja, auch sehr schön hier die Infoanzeige hier. SBB 87700 nach Engen über Allensbach, Radolfzell, Singen. Und unser Zug natürlich RE 4778 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Singen, Rottweil, Horb. Was wir leider nicht fahren können komplett. So, auch hier. Sehr interessant. Eine Uhr-Bug. Ganz lustig. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Lol. Ja, wir spulen einfach mal die Zeit zurück, ne? Ja, und ihr seht auch schon, wir haben schon Abfahrt. Das müsst ihr ignorieren. Denn wir haben erst 16.48 Uhr Abfahrt. Und das ist falsch. Also bitte noch nicht losfahren, wenn, dann bitte erst 16.48 Uhr, weil sonst habt ihr sehr viel Aufenthalt an den Bahnhöfen und das wäre schlecht. Kommt ein 101er rein mit dem Intercity 1. Sogar ein modernisierter Intercity 1. Das sieht man schon am Intercity-Aufschrift hinten, am Steuerwagen. Ja, Ausfahrsignal haben wir noch nicht, aber die Schranken schließen. Jetzt haben wir ein Ausfahrsignal, also wir müssen trotzdem warten, denn fahrplanmäßig ist für uns erst um 16.48 Uhr Abfahrt. So, wir haben auch eine Innenansicht. Hier schön mit dem Drei-Löwen-Takt. Radroutenplaner Baden-Württemberg. Sehr schön. Ja, dieses Repaint ist aber auch schon übelst alt. Von daher Kundenmagazin Januar 2010. Okay. Ja. Ja, und Aufgabe findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Auch so schön unser Ziel. Zug 785, Stuttgart Hauptbahnhof. Ja, nee, ist klar. Ja. So, wir machen nochmal die Türen auf. Wir haben ja noch eine Minute.
Und ich sollte vielleicht mal SIFA PZB aktivieren, Fahrtrichtung 200 nach vorne und den Tempomaten aktivieren. Ausfahrt haben wir mit 40. So. Man hört leider nichts, dass die SIFA am Gang ist, aber man sieht es. Solange es man sieht. So. Ja, noch ein paar Sekündchen. So, nachher geht ungefähr 45 Minuten. Es wird eine schöne, entspannte Fahrt, denke ich mal. Mal schauen. Und ja, ne? Ja, Serviceblick machen. Das ist okay. Jetzt fährt der Intercity ab. Aber wir noch nicht. Da fährt er los. Und wir haben auch Abfahrt. Betriebsblick. Sehr schön. Alles läuft. Los geht's. Natürlich erst hinter der Weiche. Dieses PCB-Gedöns funktioniert ja gar nicht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Zug von DB Regio. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Müsste ich nochmal beim Soundmod nachgucken, weil ich musste einen Soundmod neu installieren. Ich habe jetzt Orange 1 genommen, was eigentlich sehr gut war. Aber irgendwie geht die PCB. Also der Sound von der PCB nicht. Naja, muss ich doch mal nachgucken. Und freien. Und wir können gleich 80 fahren. Sehr schön. Oh, sogar 140 gleich. Sehr schön. Hebel auf dem Tisch. Wobei. Noch nicht so ganz. Aber jetzt. Hebel auf dem Tisch und volle Power voraus. Ganz schön laut, ne? Eieiei.
So, da kommt ein Flirt entgegen. Seehass. Servus. Zwei Kilometer, dann kommt unser nächster halt Allensbach. Nächste Station, Allensbach. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, schöne Ingo-Rufansagen aus einem Doppelstockwagen, wenn ich das so richtig gehört habe. Kann mich auch irren. So, wann sollen wir dann abfahren? 57, okay, das schaffen wir ja dicke. So, da ist der Bahnsteig, Ausstieg rechts. Ja, nee, ist klar. Die Uhr ist auf 57. Wir haben gerade mal 55. Also irgendwas stimmt mit den Uhren hier nicht auf der Strecke. Ganz komisch. So. Also 57 haben wir es bestimmt nicht. Wir haben es gerade mal 55. Also die Uhr geht hier komplett falsch. Brauchen Sie sich nicht wundern, dass die Bahn angeblich zu spät ist, ne? Wenn die Uhr schon 2 Minuten vorgeht. Eieiei. Das ist ja. Das ist ja ganz toll. So, machen wir noch ein schönes Screenshot. Ich meine, wir haben eh noch ein bisschen Puffer. So. So, irgendwie. Bitte lächeln, genau. Na komm, noch ein bisschen ran. Bisschen ran auf den Meter, ne? So. Allensbach. Richtung Gradolfzell. Schön. Die Uhr ist 58. Ich denke mal, laut Uhr müssten wir 59 abfahren. Ja. Nur das Repaint ist jetzt nicht so, ja, hochauflösend, ne? Ist auch ein altes Repaint schon. Von daher. Jetzt nicht so dramatisch. So, lass mich abfahren. So, Betriebsblick. Weiter geht's. Hier auf den Tisch.
So, nächster Halt Radolfzell. Wir sind bisher sehr pünktlich. Das ist sehr gut. So sollte es auch sein. Jetzt sieht einfach herrlich aus. Lange nicht mehr gefahren, die Strecke. Auch mal wieder schön. Ich habe auch schon einige Szenarien entdeckt für die Strecke Dreiländereck. Die sind wir ja jahrelang nicht mehr gefahren. Mal schauen, ob da alles funktioniert. Da gibt es auch viele schöne Szenarien. So, und wir haben eine Ankündigung für 110. Das heißt, wir müssen runterbremsen, weil hier sind ja GPA-Magnete verlegt. Geschwindigkeitsprüfabschnitte. Und wenn wir zu schnell unterwegs sind, dann bekommen wir eine Zwangsbremsung und das wollen wir vermeiden. So, durch mit dem Tempomat runter. Den Power. Also war da sein, wir kommen schon um 17:02 an, also eine Minute zu früh, okay. Also war aber sehr pünktlich heute. Und da kommt eine 70 Ankündigung. Und auf das PCB, das auch nicht geht. Sehr komisch. Ich glaube, wir können in den Bahnhof reinschleichen, weil sonst haben wir wieder so lange Aufenthalt. Servus. Können wir uns befreien. So. Nächste Station, Radolfzell. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, oh, ein Fahrzeug höre ich. Ein Soundmod. Mal schauen, was es für eins ist. Ah, RS1, Baureihe 650. Na, Friedrichshafen, Servus, mit der Bewegt-Lackierung. Ja, hier ist die Uhr auf 17 Uhr, also hier geht die Uhr nach. Ein Bahnhof geht die Uhr vor, hier geht sie wieder nach. Ganz komisch hier. Eieiei. So, braucht immer so lange zum Stillstand hier. Sehr furchtbar. Ja, Radolfzell ist ja eine sehr schöne Station. Super umgesetzt worden. Auch hier. Oh ja, herrlich, ne? Einfach herrlich. Da stehen auch ein paar Fahrzeuge abgestellt. Ein paar RS1er. Nicht einsteigen. Nicht einsteigen. Sehr schön. Zwei verschiedene RS1er Versionen. Einmal mit der oberen Matrix und einmal mit der unteren Matrix. Und zeige. Schön, schön. Hohenzollerische Landesbahn AG.
Nice. Die sind hier nicht gekoppelt. Ja. Sehr schön. Das Szenario gefällt mir bisher sehr gut. Muss ich wirklich sagen, auch wieder super Ansagen von Ingo Ruft mit dabei. Ja, beste Ansagen, Sprecher überhaupt. Die Scheibe ist ein bisschen dreckig, ne? Muss mal wieder geputzt werden hier. Ja. So, wir haben in ein paar Sekunden Abfahrt. Serviceblick. So, komm, schließ die Türen. Ich höre irgendwelche Geräusche. Jetzt können wir. Betriebsblick. Sehr schön. So, Ausfahrt mit 70 beziehungsweise gleich 100. Und wir dürfen gleich 160 fahren, können wir schon mal gleich einstellen. Und hallo 160. So, und unser nächster Halt ist Singen. Quasi ein Doppelhalt, denn laut F3 müssen wir nur zum Stehen kommen. Also nur anhalten, wegen dieser Hand. Und laut Fahrplan heißt es auch, dass wir Fahrgäste ein- und ausladen müssen. Also quasi ein Doppelbefehl. Ja. Ist schön. Und da kommt wieder ein Flirt entgegen. Sehas Repaint. Müsste. Servus. Und da ist auch schon Singen, Industriegebiet. Oh, ich sehe da schon ein Signal. Nächste Station, Singen Hohentwiel. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Und 70 Ankündigung.
komm. Geht doch. Und wir haben halt erwarten. Ja, auch noch. Ausfahrsignal. So, und da müssen wir im B-Abschnitt halten, nicht im A-Abschnitt. Das ist so wie Magdeburg. Ach, ich mag solche Bahnhöfe. Wo zwei Fahrzeuge an einem Bahnsteig stehen können. Haben wir denn schon Ausfahrsignal oder ist es noch auf HP0? Okay, es ist noch auf HP0, das heißt, wir müssen runter. So. Es kann uns nichts mehr passieren mit Zwangsbremsung. Hier ist 500 Hertz. Oder ab hier, genau. Oh, servus. Schöner TF-Gruß hier. Sehr schön. Na, stehe ich genau in der Haartafel? Oh, das leckt aber hier gerade. Übelst. Ja, wobei, hier ist die Haartafel, aber pff, wurscht. So, da haben wir eine 612er stehen. Mit dem 3-Löwen-Takt-Repaint. Sehr schön. Schauen wir uns hier mal um. So, ZZA. 17.12 Abfahrt. Ja, da haben wir noch eine Minute. Was steht denn hier überhaupt? Ein Intercity 2. Oha, der steht hier abgestellt. Ja, da steht er auch richtig, ne? Intercity 1 soll fahren, nicht Intercity 2. Weg damit. Braucht keiner. So. Schrottfahrzeuge. Sehr schön. Zu trinken eingießen. So, und der nächste Halt ist, ja, mal schauen, ne? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich nur weiß, dass der nächste Halt Zielort ist, wie man ja hier sieht. Aber wir können ja mal lunchen. Wir sind gerade hier. Ach, da oben waren wir. Okay. Das ist... Wo ist denn das? Was ist denn hier in der Nähe im Bahnhof? Hattingen. Ach nee, wir fahren die Steigung hoch, ne? Ach du Scheiße. 20 Minuten Fahrt jetzt nochmal. Okay. Naja, was soll's. Was soll's. Und am Zielort werden wir quasi abgelöst. Ja. Servus. So, 70. Dann dürfen wir auch gleich 130 fahren. Verzeihung. Eieiei. Ach, diese doofe Erkältung.
So. Kilometer noch. Na gut, eine Viertelstunde. Boah, passt wirklich hin mit den 45 Minuten. Und Hebel auf den Tisch. Damit wir auch wirklich auf 130 kommen hier überhaupt. Fahren Sie über Zielort. Das heißt nicht, ich muss anhalten. Kriegen wir bestimmt so eine Notbremsung reingedrückt und dann stehen wir. Ne? Das kann auch sein. Mal gucken. Oh je, da kommt ein Intercity 2 entgegen. Also fahren sie doch rum. Yay! Aber der von Raytraction, den von DTG kaufe ich mir nicht, also das könnt ihr vergessen. Servus. Den habe ich mir doch gekauft. Nee, gekauft habe ich mir den nicht, das weiß ich. Das war der von Raytraction. Also sie benötigt wirklich den Intercity 2 von Raytraction. Nicht von DTG, weil, ganz ehrlich, ja, von DTG ist so einfach ein Stück Scheiße. Ist einfach so. Ist ein Stück Scheiße, der von DTG braucht keiner, will auch keiner. Ja? Zumal auch die Lok so richtig beschissen ist, ne? Also wirklich. Nein. Egal. Egal. Katastrophe. So, wir dürfen gleich 120 nur noch fahren. Naja. Dann kommen gleich die schönen Kurven. Bergauf. Das wird schön. So, Bremsen brauchen wir nicht, wir lassen rollen.
und geben wieder Stoff. So. Und gleich kommen 80. Juhu. Wir dürfen mal tuckeln. Ich glaube, die Ether-Anzeige stimmt nicht ganz. Wir werden bestimmt nicht um halb da sein. Mal schauen. Engen. Gleich 7002 würde ich sagen. Und dann dürfen wir hinter Engen 90. Servus. Was aber das. Nee, ich dachte, er hat das haltzeigende Signal schon überfahren. Und das wär's ja. Die Geschwindigkeitsüberschreitung fordere 78. Bist du durchteil im Simulator? Ja, naja. Servus.
nur doof, dass man so eine beschränkte Sicht hat. Man kann gar nicht nach hinten gucken. Das ist ein bisschen schade. Und hier fehlt einfach eine Türklinke. Ja. Naja. Egal. Was soll's. Ja, 185, Servus. Fahren wir über das Zielort hinaus und dann frage ich mich, was dann passiert. Ob wir eine Zwangsbremsung kriegen oder ja, ne? Auf jeden Fall kommt gleich der Hattinger Tunnel. Ein sehr langer Tunnel. Ein schöner langer Tunnel. Und wir dürfen gleich nur noch 80. Ja, moin. Momentan die Steigung liegt bei 18,3%. Die Steigung. Aber es wird gleich ein bisschen mehr, denke ich mal. Oder auch nicht. Mal schauen, ne? Hattingen 4. Okay. Können wir eigentlich runterrollen lassen. Ja, jetzt können wir auch runterrollen lassen, weil ich, wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir Ankündigung 60 bekommen. Per Signal. Sind das 40? Ich glaube, das sind sogar 40, ne? Und halt erwarten. Ach du meine Güte. Nee, 60. Okay. Aber trotzdem halt erwarten. Das Signal zeigt HP0. Stimmt, noch ein Zug, der entgegenkommt. Und da drüben ist es 500 Hertz Magnet. Ah, kommt eine Überführungsfahrt. Sehr schön. Servus.
Okay, da ist ein Treibwerk. Wir müssen also anhalten. Sonst entgleisen wir. Das will ich nicht. Fahren Sie über. Ja. So, da ist der Prellbock. Ja. Ich denke mal, wir werden ausgebremst. Genau. Hier wird es nun weitergehen nach Tuttlingen. Grüße Marcel 2311. Genau. Ja, und das ist quasi das Ende. Wäre schon cool, wenn es eine Erweiterung gäbe bis nach Stuttgart. Das wäre richtig geil. Aber man kann nicht alles haben, ne? Ja, das war's. Das war ein sehr schönes Szenario von dem lieben Marcel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall, die Aufgabe herunterzuladen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder im... In diesem Sinne, macht's gut, euer Spenom City TV und immer schön gesund bleiben, ne? Tschüss!